Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Kingdom Come Deliverance from the Ashes hier bei Heisenberg Zockt. Ja, wer kommt denn da daher? Der Kämmerer, den können wir aber nur beklauen. Okay, dann würde ich sagen, wir düsen zurück nach Pribislavitz, denn wir haben Geld und ja, 5000 und in der Kiste haben wir eben auch noch 5000, das heißt, wir hätten zusammen 10.000 und dann würde einer Schenke eigentlich nichts mehr im Weg stehen oder eben einer Schmiede, aber ich neige irgendwie eher zur Schenke. Weiß auch nicht warum. Irgendwie liegt mir, glaube ich, Bier mehr am Herzen als Eisen. Weiß auch nicht. Keine Ahnung. Werden wir noch überfallen? Na? Streckt eure Köpfchen raus. Nee. Das klappt, glaube ich, nicht mehr mit einem Überfall. Schade eigentlich. Hätte noch ein bisschen Spaß gemacht. Ein bisschen Frühsport. Haben wir den Frühsport oder wie spät haben wir es denn? 14. Sehe ich das richtig? 14 Uhr. Okay. Meine Augen. Doch, es ist 14 Uhr. So, Pferdchen, bitte komm. Weil, das machen wir nicht zu Fuß, das muss nicht sein. Und wenn wir eben die Schenke gebaut haben, dann hoffe ich, dass wir so viel Geld generieren, dass wir Ruhe haben. Sprich, dass wir dann Geld verdienen mit der Stadt. Und dann können wir uns nämlich auch für die Quests Zeit lassen. Dann haben wir nicht immer so einen Zeitdruck, dass wir ja Probleme bekommen, wenn wir halt ein, zwei Tage brauchen. Weil hier dann immer 300, 400 Kröten abgezogen werden. Also, einmal... Ja, lasst uns nochmal schnell gucken, aber ich neige schon zur Schenke und ich weiß, wir können das eigentlich auch von hier aus machen. Wir schauen mal schnell. Kirche, Kirche, Kirche. Schmiede, Bäckerei. Ja, die haben wir gebaut, genau. Fleischerei können wir nicht mehr bauen wegen der Bäckerei. Stallungen, Wachhaus, Geschäft. Na, wo haben wir denn die Schenke? Da ist sie doch. In der Schenke herrscht stets reges Treiben. Kein Wunder, denn was gibt es Besseres, als sich abends nach getaner Arbeit... Arbeti mit seinen Freunden bei einem Humpen Bier zu entspannen. Ja, das gilt eigentlich heute auch noch. Ist auch immer noch was Schönes. 10.000, gut, das können wir aber noch nicht machen, weil wir müssen ja erst die Kohle hier rüber tun. Das ist natürlich auch wahr. Sonstiges, die Groschen einmal verschieben. Ja, machen wir mal alle und gucken mal, was wir jetzt haben. Jetzt haben wir genau 10.000. Das heißt, ja, die Schenke können wir bauen. Haben wir Hunger? Dann haben wir noch 2000. Das müsste doch eigentlich reichen. Saatheit 98. Nein, das ist das Gegenteil von Hunger. Was wollte ich jetzt? Ich wollte nochmal schnell was gucken. Ach ja, genau. Wie viel haben wir pro Tag? Minus 95. Wenn wir 2000 haben, das reicht eigentlich auch lange. Das reicht fast 20 Tage. Okay, dann können wir die Schenke bauen. Wir können aber wahrscheinlich die Verbesserung noch nicht bauen. Wo willst du hin, Kollege? Ich weiß, wir können das auch mit dem Buch machen. Ich mache es aber eigentlich lieber so. Ich möchte etwas bauen. Wie du wünschst, Meister Vogt. Was schwebt dir vor? Er hat einfach eine nette Stimme. Ich höre die gerne. Gebäude im Dorfzentrum. Aha. Okay, das... die Schenke ist definitiv nicht im Dorfzentrum. Das ist ja interessant. Dann ist er halt im Randgebiet, okay? Die Schenke. Es gibt hier noch keine Schenke. Die Leute brauchen nach getaner Arbeit einen Ort für ihre trockene Kehle. Das geht leider nicht. Hä? Im Hauptbuch steht, was gebraucht wird. Okay. Schade. Habe ich was vergessen? Ich glaube, ich will gerade doch nichts bauen. Wir wollen bauen, aber es fehlt was, hat's geheißen. Also, was fehlt denn? Stein wahrscheinlich, irgendwie sowas. Entschuldigung, ja, ich musste mal kurz schubsen. Ab zur Schenke. Da steht ja, was man braucht. Ich habe gar nicht geguckt. Kirche, Kirche, Schmiede, Schmiede, Bäckerei, Fleischerei, Stallung, Wachhaus, Geschäft, Schenke. Getreide haben wir. Stein fehlt. Okay. Und Stein kriegen wir. Questlog. Vorräte, Stein, Stein, Stein. Aus Thalenberg. Aha, okay. Da haben wir gar keine andere Wahl, außer als aus Thalenberg die Steine zu holen. Das ist ja perfekt, weil... Moment. Mal schnell gucken. Thalenberg. Ja, da waren wir vorher gerade. Das hätten wir uns schenken können, aber das wusste ich nicht. Also, wir düsen zurück. Halt! Oh, Käse. Jetzt habe ich kein Geld dabei. Wir können nicht ohne Geld Steine kaufen, Heisi. Okay. Nochmal. Was für ein Hin und Her. Jetzt düsen wir mal hier runter. Okay, dann sind wir hier. Das ist sehr schön. So, jetzt düsen wir wieder zurück, weil ich glaube nicht, dass wir ohne Geld Steine kaufen können. Das wird eher schwierig. Aber wenn wir ja so tapfer hin und her reisen, da müsste man doch dann irgendwann auch mal überfallen werden, so als kleine Belohnung. Oder sehe ich das falsch? Irgendwie der Weg scheint ja wirklich sowas... Oh,
Moment. Ja, jetzt haben wir es tatsächlich geschafft, so wie es aussieht. Na, es rechnet noch. Nee, doch nicht. Aber fast. Okay, also Geld mitnehmen und dann düsen wir wieder da runter. Vielleicht klappt es ja dann. Jetzt sind wir wieder hier unten. Jetzt müssen wir wieder da rauf düsen. Ich mache das jetzt ohne Pferdchen. Hallo, Heinrich. Hallöchen. Ihr kriegt gleich eine Schenke. Freut euch. Das ist eh schon wieder abends. Wir können uns wahrscheinlich sogar zuerst nochmal kurz hinlegen. Bevor wir irgendwas machen. Jetzt haben sie da hinten aber auch Häuschen hingestellt. Sehe ich das richtig? Moment, hier nochmal über die Mauer gucken. Oder ist das hier die Bäckerei? Na, ist ja egal. Auf alle Fälle, ich würde mal sagen, das Dörfchen kommt langsam in die Gänge. Sehr schön. Und macht immer noch Spaß. Und ich muss halt nochmal sagen, ich finde es einfach cool, dass man dank diesem DLC im Prinzip das Spiel nochmal in die Hand nimmt und einfach die ganzen Quests macht, die man vorher halt nicht gemacht hat. Aus irgendeinem Grund. Entweder man hat sie gar nicht gesehen oder sie haben einen halt auch nicht interessiert teilweise. Das kann natürlich auch sein. So, Groschen. Ich würde sagen, wir nehmen mal mal ein Tausender oder so nehmen wir mal mit. Ne, jetzt haben wir 9000 dabei. Moment. Sonstiges. Ne, das brauchen wir definitiv nicht. Zum Glück können wir das zinsfrei verschieben. So. Okay, dann haben wir 7,9 da drin. Und ein Tausender oder ein bisschen mehr haben wir hier an Bord. Groschen. Moment, Spieler. Oh, wir haben nochmal beim Kampf was dazu bekommen. Moment, das werde ich mal noch ganz kurz machen natürlich. Verwirrend, ach, das ist wieder das hier. Okay, mit diesen witzigen, komischen Kombinationen. Wir machen mal dublieren. Okay, dann haben wir das auch. Und jetzt wollte ich hier Spieler, Inventar, Moment, Groschen. Haben wir echt 7,9? Moment, Kiste gefunden. Groschen. Moment, jetzt habe ich aber ein komplettes Durcheinander. Wir gehen mal nochmal 3 Schritte hier rüber, dann hier zurück und nochmal zur Kiste. Öffnen. Okay, und jetzt haben wir hier an Geld drin. 7,9. Okay, und wenn wir jetzt zu uns wechseln, müsste doch zu schaffen sein, Herr Eisenberg. Moment, Inventar, sonstiges. Groschen. Tatsächlich 7,9. Na, ist ja egal. Wisst ihr was, wir haben Geld dabei. Wir machen jetzt kein Drama draus, weil wir werden auch nicht alles brauchen. Und ich glaube nicht, nur weil wir Geld haben, dass wir dann mehr bezahlen müssen. Falscher Knopf. Heieieiei. Wir wollten hierhin. So. Eigentlich nicht dahin. Wir müssen noch ein bisschen weiter runter. Ich weiß, wo es die Steine gibt. Wahrscheinlich im Steinschlag wäre noch naheliegend. Jetzt mal gucken hier bei der Kreuzung. Na, Jungs. Jungs und Mädels. Jawohl, wir werden langsamer und kommen wieder mit einem blauen Auge davon. Also irgendwie möchten die uns nicht mehr überfallen. Okay, wahrscheinlich unser Ruf, der hat sich entsprechend verbessert. Ich muss mal kurz gucken hier beim... Oh, ja, schlafen war noch eine Idee. Questlock, Vorräte, Steine aus Thalberg. Wo haben wir die? Wahrscheinlich eben hier unten. Das A wäre das. Ja, genau, da beim Steinbruch. Ich glaube, da können wir auch schlafen. Pferdchen, Burak, Hallöchen. Wir reiten mal in Richtung Steinbruch. Oh, Entschuldigung, ich glaube, da haben wir noch einen. Ja, da haben wir noch einen unfreiwillig mitgenommen. Das gibt's ab und zu. So, hier einmal an euch vorbei. Und mal gucken, wo es hier in Richtung Steinbruch geht. Diesen Steinbruch, den habe ich tatsächlich immer noch in Erinnerung aus der ersten oder zweiten Folge. Als wir damals dran vorbeigeritten sind und diese Kuman im Nacken hatten. Das war schon relativ eindrücklich. Es ist halt dieses Spiel. Vor allem, wenn man halt anfängt damit. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, offenstehender Mund und große Augen. Sagenhaft. Nicht nur wegen der Grafik, einfach wie das Ganze auch inszeniert ist. So, bevor wir jetzt hier irgendjemanden anlabern, schauen wir mal. Hier müsste es doch irgendwo mit Sicherheit eine Möglichkeit geben, uns kurz hinzulegen. Kann ich hier was machen? Nein. Setzen möchte ich mich nicht. Wenn wir Pech haben, ist natürlich einfach alles besetzt hier. Ich sehe vor allem nichts. Brauchen wir da echt jetzt schon wieder eine Fackel? Ich glaube ja, zumindest schadet sie nicht. Einmal Fackel. Ja, sieht doch schon besser aus. Also so findet man sicher eher ein Bettchen. Ich weiß echt nicht, ob es eins hat, aber... Wir werden es rausfinden. Weil jetzt hier Steine kaufen mitten in der Nacht, das bringt es ja irgendwie auch nicht. Da haben wir noch einen Blasebalg. Vielleicht doch eher hier hinten.
Und wahrscheinlich sind alle Betten schon besetzt. Hey. Jo, Entschuldigung. Da könnte man was essen, das möchte ich gar nicht. Hier unten, da kann man schlafen. Da liegt mal schon mal einer. Das ist schlecht. Sind das Ein-Mann-Dinger? Das kann doch nicht sein. Hier müssten doch zwei Matten sein. So, aber hier können wir uns hinlegen. Das machen wir auch. Ich weiß jetzt nicht, wem wir hier den Platz klauen, aber wird ja hoffentlich noch weitere Möglichkeiten geben, sich hier hinzulegen. Sonst halt im Stehen schlafen. Die klopfen ja eh den ganzen Tag Steine. Die müssen sich doch das gewöhnt sein, dass das Ganze eher unkomfortabel ist. Sattheit passt. Energie haben wir jetzt schon wieder voll. Aber ich möchte natürlich am Tag jetzt schnell gucken gehen, wie wir an diese Steine rankommen. Und damit dieser Handel eben perfekt funktioniert, damit wir nicht die Steine selber schleppen müssen, muss man ziemlich schnell im Spiel bei diesem DLC eben den Händler bauen. Denn dann ist der natürlich zuständig dafür. So, und macht das eigentlich automatisch. Ich hätte hier gerne meine Speerruhe wieder. Sattheit 88, da müssen wir nicht mal was machen. So, wer ist hier zuständig für die Steine? Gott schütze dich, Heinrich. Rupert. Na, mal gucken. Zu deinen Diensten, Herr Ritter. Herr Ritter. Genau, Stein für Ribislavitz. Ich komme auf Geheiß von Herrn Divisch und ich suche den Vormann dieses Steinbruchs. Bist du das, guter Mann? Ja, das bin ich. Was kann ich für dich tun? Herr Divisch lässt Pribislavitz wieder aufbauen und hat mich mit dieser Aufgabe betraut. Mich und seinen Lokator. Aha, verstehe. Hab schon von Divischs Plänen gehört. Wonach genau suchst du? Der Wiederaufbau hat bereits begonnen, aber mit Holz allein ist es nicht getan. Ihr braucht Stein für den Häuserbau? Ganz genau. Und für die Kirchenreparatur. Hört, hört. Ihr macht wohl keine halben Sachen, nicht wahr? Das Problem ist, wir schuften schon wie verrückt, um die Mönche vom Sasauer Kloster mit Stein zu beliefern. Ich kann sie nicht hintanstellen. Herrn Divisch würde das nicht gefallen. Es wäre aber wichtig. Ich könnte natürlich versuchen, einige zusätzliche Steinmetze anzuheuern. Nur ausliefern können wir nicht. Selbst Sasau schickt eigene Karren zu uns. Hättest du eine Transportmöglichkeit? Vielleicht meinen Händler. Er kann sich mit seinen Gehilfen darum kümmern. Sehr gut. Dann reden wir über den Preis. Okay, ich möchte im Moment nichts kaufen. Der Stein ist für Herrn Divisch. Wir wären sogar überlegen. Ich glaube, das könnte man machen. Ja, weil das ist dann doch... Ja, wir machen das mal. Der Stein ist für Herrn Divisch. Er braucht den Stein, weil er ein Dorf zügig wieder aufbauen will. Ihm würde es gewiss nicht gefallen, wenn der Vormann seines eigenen Steinbruchs ihn ausnimmt. Nun... Da ist was dran. Ich werde das beim Preis berücksichtigen. Na also, das klingt doch schon besser. Ja, 3000. Wow, okay. Zum Glück haben wir genug mitgenommen. Ich hätte jetzt viel weniger mitgenommen. Das kostet ja ein Vermögen. Es ist immer noch zu teuer. Soll ich das mal riskieren? Nicht, dass er uns dann sagt, dann kauft ein Stein woanders. Dann hätten wir ein Problem. Immer noch zu viel. Billiger kann ich den Stein nicht verkaufen. Wie soll ich denn meine Leute bezahlen? Wenn dir das zu viel ist... Wird das nichts. So viel habe ich nicht. Doch, wir haben so viel. Ja, wir nehmen das Angebot an. Wir brauchen die Steine. Nun gut, abgemacht. Wunderbar. Der Stein wird aufgeladen, sobald dein Händler hier eintrifft. Gott behüte dich. Das wird dem Herrn Divisch aber nicht gefallen. Und es gefällt mir noch weniger, weil jetzt haben wir kein Geld mehr für die Schenke. Jetzt haben wir nur noch 7000 mit dem, was wir in der Kiste drin haben. Jetzt müssen wir tatsächlich da zuerst zu Geld kommen. Ah, was für ein Elend. So, jetzt mache ich aber Folgendes. Weil ist ja eh nicht weit weg. Wir düsen nochmal nach Pribislavitz, weil ich möchte das Geld wieder in die Kiste tun. Da ist es sicher. Weil wenn wir... Nee, doch nicht. Ich dachte gerade, wenn wir überfallen werden und mal verlieren, die beklauen uns doch dann. Das Problem ist halt, wenn wir verlieren, dann sind wir tot. Und dann brauchen wir das Geld nicht mehr. Dann starten wir sowieso wieder neu beim letzten Speicherstand. Und dann haben wir natürlich die Sachen wieder. Also man kann in dem Sinn gar nicht ausgeraubt werden, wenn man es so nimmt. Aber trotzdem, da oben ist das Geld in Sicherheit. Da ist mir wohler. So, und richten werden wir dann natürlich auch mal wieder. Das Problem ist, das bringt kein Geld. Jetzt müssen wir erst gucken, dass wir wieder ein bisschen zu Geld kommen. Und da gab es eh schon Tipps. Zum Beispiel, dass wir in Rattay mal noch uns nachts ein bisschen umsehen. Könnte man natürlich machen. So, kurz absteigen. Dann können wir gucken, was wir... insgesamt noch haben. Na? Heinrich kommt uns besuchen. Ja, der Heinrich kommt euch besuchen. Jetzt steht Kollege Burak noch im Weg. So, einmal hier außen rum. Und sonstiges. Da haben wir die Groschen. Ne, nicht nehmen.
sondern Sonstiges. Die Groschen verschieben. Ja, machen wir mal alles. Okay, alles rüber. Und dann haben wir 7000. Ja, jetzt fehlen uns 1000 für diese Schenke. Schade, da habe ich mich ein bisschen zu früh gefreut. Ja, können wir nichts machen. Jetzt müssen wir das Geld verdienen. Tja, Kollege, so sieht's aus. Oder sollen wir noch machen? Moment, wir machen mal kurz. Wir reden mal mit ihm. Ich möchte mal wissen, was er jetzt von uns hält. Mittlerweile. Und? Wie mache ich mich als Dorfvogt? Mal sehen. Wir erwirtschaften bei weitem nicht das Einkommen, das ein aufblühendes Dorf braucht. Die Handwerker müssen mehr leisten und wir brauchen hier Platz für mehr Leute. Die Kirche liegt noch drin. Das hinterlässt keinen guten Eindruck. Nö. Wir sind auf dem richtigen Weg, aber noch nicht am Ziel. Verstehe. Ich gebe mir Mühe. Okay, halt das übliche Blabla. Aber man stellt schon fest, wir sind natürlich noch lange nicht fertig. Also, Geld verdienen. Sollen wir mal nach Rattay zurück. Hierher. Wisst ihr was, das machen wir sowieso. Weil dann können wir nämlich auch gucken. Jetzt werden wir eh überfallen. ob wir die Kiste wirklich schon, unsere eigene Kiste, endgültig geplündert haben. Oder haben wir da noch was drin, was wir dann wieder verkaufen können? Das werden wir gucken. Und dann werden wir mal des Nächtens ein bisschen durch Rattay durchschleichen, würde ich vorschlagen. Da soll es noch ein paar besondere Kisten geben, die halt tatsächlich auch was enthalten. Mal gucken, ob wir die finden. Da stand mal öfters in den Kommentaren, so irgendwo, wo es eine Kiste gibt mit 10.000 Kröten drin. Die habe ich aber nie gefunden. Da habe ich auch im Off, ohne aufzunehmen, schon mal geguckt. Zu blöd, die Kiste zu finden. Naja, mal schauen. Vielleicht finden wir sie jetzt, wenn wir das zusammen machen. Kein Überfall? Echt jetzt? Ja, mitten in der Stadt drin wahrscheinlich. Hallo? Einfach die Kurve nehmen. So, hat ja doch noch geklappt. Und dann sind wir eh bald da unten und tatsächlich alles unfallfrei gegangen. Erstaunlich. Regnet? Irgendwie klingt's doch schon wieder. Jawohl, es regnet. Okay, also schnell in die Kiste gucken. So, einmal hier lang. Und dann mal hier reingeguckt. Und wir haben hier... bei alle... Moment, ich muss das Q mal wegnehmen, damit ich hier auf das hier klicken kann. Ja, das sind tatsächlich alles Sachen... Ja, die können wir uns eigentlich schenken, weil die haben in dem Sinn keinen Wert. Das ist alles zu wenig. Ja, vielleicht die schwarze Google noch, den Händlerhut und dann die Sachen doch auch verkaufen. Ja, machen wir mal. So. Oh, hallo Theresa, wie geht's? Fröhlich am Köcheln. Halt, nicht davonrennen, Peschi, wir brauchen dich. Wir werden hier mal kurz nochmal deine Dienste benötigen. Ich habe hier Dinge, die... Okay, wir würden dir gerne verkaufen. Nee, nicht kaufen, verkaufen. So, jetzt haben wir es, dachte gerade. Die Sachen behalten wir. Jetzt weiß ich nicht, was ist hier neu dazugekommen, aber wir brauchen nicht zwei Hüte. Modischer Hut, edler Hut. Wir verkaufen mal den modischen, den kann er haben. Dann das hier verkaufen wir mal. Das behalten wir. Haben wir zwei Eisenhüte? Nein, wir haben einen. Tragen wir den? Moment, wo war der Eisenhut? Nee. Ja. Nee, der verschlechtert unseren Dingens. Verkaufen. Oh, der hat ja gar kein Geld. Was mache ich denn? Arg, warum hat denn der kein Geld? Wir sind da jetzt eigentlich eine Weile unterwegs gewesen. Okay. Können wir entfernen? Können wir auch entfernen? Hab mich gefreut, Peschi. Tut mir leid. Schade. Ich hätte schwören können, dass der jetzt wieder Geld hat. Aber hat er offensichtlich nicht. Wie spät haben wir's? 17 Uhr. Okay, ab nach Rattay. Und da mal kurz ins Dörfchen reingucken. Das machen wir natürlich nicht zu Fuß. Ich würde gerne mit Theresa mal wieder reden, aber das haben wir ja schon versucht. Das geht dahingehend nicht, dass wir nichts Neues haben, sondern sie möchte... Oder wir könnten mit ihr nochmal über die Zustände in Rattay reden. Das bringt uns aber tatsächlich nicht viel. So, und jetzt werden wir hier aber für diesen Beutezug... werden wir uns sozusagen unserer Kleidung entledigen, damit wir keinen Krach machen. Weil das müssen wir tatsächlich nachts machen, wenn die Leute schlafen. Weil tagsüber anscheinend ist in diesen Kisten was anderes drin als in der Nacht, habe ich auch noch gelesen. Also in der Nacht sind die eher gefüllt und tagsüber ist dann halt vielleicht eher mal eine Fackel drin. So, hier wären wir. Wir steigen mal ab. Wir können noch mal kurz gucken wegen Nahrung. Satheit 74. Da könnten wir eigentlich theoretisch
Ja, da müssen wir was kaufen. Hier hat es nicht gerade einen Topf. Kann ich mit dir noch reden? Nee, dich können wir beklauen. Da wollen wir nicht rein. Dann würde ich sagen, wir machen Folgendes. So, mal bis hier rauf. Energie 85, das passt. Wir machen mal nachts um 2. So, und jetzt wird es interessant. Eben, noch dann kurz entkleiden, was wir entkleiden können, dass wir wirklich unauffällig sind. Und ob das funktioniert, was ich jetzt vorhabe, keine Ahnung, vielleicht finden wir auch wieder gar nichts. Aber es hilft nichts. Wir müssen jetzt ja sicherlich nochmal irgendwie 2000 Kröten haben, bevor wir die Schenke bauen. Die Schenke hat dann auch noch Verbesserungen, die kostet auch wieder Geld. Weiß ich jetzt nicht auswendig, was die kostet, ich glaube 2000. Aber die sind ja nicht zwingend nötig, also die müssen wir nicht gleich umgehend dann machen, wenn wir die Schenke gebaut haben. Ich möchte zuerst einfach mal die Schenke haben. So, und jetzt. Moment. Erstmal ausziehen. Nicht Kampf, sondern hier Inventar, Rüstung. Kettenhemd weg. So, das werden wir dann alles wieder ankleiden müssen. Das mache ich dann aber, glaube ich, im Off, weil das geht immer ein Momentchen. So, was tragen wir noch? Hier oben haben wir die Sachen. So, und schon sieht das besser aus. Jetzt bei den Waffen. Ja, ich würde mal sagen, Speerruhe weg, Pfeil und Bogen weg und das Schwert nehmen wir mal mit, weil sonst können wir uns nicht wehren. Müssen wir uns wehren? Nein, eigentlich müssen wir uns nicht wehren. Wir können das Schwert des Heiligen Georg auch wegtun. So, wir sind eigentlich, würde ich mal sagen, relativ nackig. Vielleicht Schuhe? Edle Stiefel. Geräusche. Okay, bei Geräusche haben wir dann 1 plus. Der Hut bringt gar nichts. Ich brauche irgendwelche Schuhe, die keinen Krach machen. Es gibt doch diese leise Treter. Habe ich doch jetzt x-mal gesehen und immer gelacht. Ja, die könnten wir jetzt brauchen. Leise Treter haben wir, glaube ich, nicht. Tritt hier irgendjemand oder irgendwas leise? Da haben wir sogar noch Ohren. Die helfen uns auch gerade nicht. Wir bräuchten irgendwelche Schuhe, die keinen Krach machen. Oder wenigstens fast nicht. Nee, haben wir nicht. Wir haben hier nichts Schuhähnliches. Wenn, dann eben diese edlen Stiefel. Aber da sieht man, das bringt tatsächlich nicht viel. Haben wir einen Nachteil, wenn wir keine Schuhe tragen? Ich würde mal sagen, wir testen das einfach mal. Wir gehen mal gucken. So, haben wir. Ich hoffe, wir haben genug Dietriche. Sonst haben wir da natürlich auch ein Problem. Und ja, Schloss knacken sehr schwer. Das wird halt schwierig, das wissen wir. Sehr schwer. Irgendwo hier hinten kommt man aber rein. Ich sehe halt nichts. Kann man mit der Fackel in der Hand das Ganze machen oder wird man dann gesehen? Wäre eigentlich schon logisch, dass man gesehen wird. Die Frage ist, ob das tatsächlich so ist. Wir knacken das mal. Ach, da ist das Schloss wieder kompliziert oder zu kompliziert. Aber hier unten haben wir noch eins. So, da gehen wir rein. Ja gut, liebe Freunde, aber wir sind mit der Zeit durch, sehe ich gerade. Ich weiß, das ist jetzt fast ein bisschen ein Cliffhanger. Aber ja, das gibt's halt bei solchen Spielen. Ich würde sagen, hier gehen wir morgen mal gucken. Macht's gut, ich sage tschüss mit einem schönen Sternenhimmel. Wir sehen uns hoffentlich morgen wieder. Danke fürs Zusehen. Bis denne. Tschüss. Was? Oh, hallo. Was hat er gesagt? Keine Ahnung. Ist egal. Eben, wo war ich stehen geblieben? Schöner Sternenhimmel. Macht's gut. Bis morgen. Tschüss.